Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit der Bandlist von Juli 2015 Review. Aber leider nur eine Fake-Bandlist. Nicht die echte. Zumindest noch nicht. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, auf Facebook Online ist halt so eine Fake-Bandliste vom Juli zirkuliert. Und die sah eigentlich ganz gut aus. Sah auch recht richtig professionell aus. Also haben sich die Leute echt Mühe gegeben, selbe Konami-Seite und sowas, außer halt mit dem PL in der Webadresse. Ansonsten sah es eigentlich ganz gut aus. Und das Feedback, die Resonanz war eigentlich ganz positiv auf die Liste. Und meine Freunde waren eigentlich auch sehr begeistert von der Liste und meinten eigentlich sogar, dass sie es sich wünschen würden, wenn die Liste halt echt wäre. So gut ist die Liste halt angeblich. Und da dachte ich mir halt, weil ich halt keinen Bock auf eine Prediction hatte, dass wir halt die Fake-Bandliste heute mal uns genau anschauen, ein Review dazu machen. Wie ihr halt da sehen könnt, eine Menge Karten wurden verändert, was wahrscheinlich auch der Grund ist, wieso das halt so gut angekommen ist. Je mehr Veränderungen, desto besser. Und es wurde halt jedes Deck getroffen, deswegen denke ich mal, fanden die Leute das auch so gut. Also da haben wir halt zwei neue gebannte Karten. Als erstes halt den Djinn. Muss ich ehrlich sagen, ich habe den noch nie kassiert und finde den deswegen jetzt auch nicht so schlimm. Für Leute, die ihn wahrscheinlich kassiert haben, richtig schlimm, aber ich halt noch nie kassiert. Aber ich sehe ihn halt allgemein auch in letzter Zeit weniger. Die meisten meiner Gegner haben halt dann immer gemeint, dass sie den Lock nicht rausgebracht haben, weil das Minus gewesen wäre und ich es halt mit einem Out einfach wieder losbekommen hätte können. Dann hätten die halt zu viel Minus gemacht und deswegen haben die den nie rausgebracht. Deswegen denke ich mal, es war nur ein Trend, aber ich habe ihn in letzter Zeit echt weniger gesehen und wie gesagt, noch nie selbst kassiert. Deswegen, die Leute haben immer mehr Outs dagegen gespielt, deswegen war es irgendwann halt eher so, dass es ein Nachteil ist, den rauszubringen. Deswegen, mich juckt es nicht, wenn Djinn auf 0 geht oder immer noch auf 3 oder 1, 2 bleibt. Dann haben wir als nächstes Raigeki. Ist ein bisschen überraschend. Denke nicht, dass die Karte jetzt irgendwie übermächtig war oder gestört hat oder so. Es hat nicht mal jedes Deck die gespielt. Meistens halt nur gegen ein Out, also gegen den Djinn halt als ein Out oder gegen Constella Diamond, wenn man Shadow oder Burning Abyss Spieler ist. Ansonsten fand ich jetzt die Karte nicht so krass, dass sie wieder gebannt werden muss. Ich weiß, ein Kumpel von mir freut sich darüber, weil er in letzter Zeit öfters wegen Raigeki verloren hat. Vor allem auf der DM an der Bubble. Da hat der Gegner Raigeki getopdeckt und dann mit den Monstern angegriffen vor Game. Und wäre das Raigeki ein Dark Hole gewesen, dann hätte der Gegner nicht für Game angreifen können, weil seine eigenen Monster dann auch mitgestorben wären. Das ist halt der einzige kleine Vorteil von Raigeki. Ich denke nicht, dass es jetzt wieder verboten werden muss. Dann kommen wir zu den Limitierungen. Da haben wir als erstes Seer. Das fordern, glaube ich, die meisten, dass Seer auf 1 geht. Der kann halt Dante wieder recyceln aus dem Grave und dann kann Dante wieder was holen. Also schon nervig, so ein kleiner Loop. Das würde BR halt auf jeden Fall schwächen. Dann haben wir Dark Magician of Chaos auf 1 wegen dem Errata. Kann jetzt, glaube ich, die Zauberkarte, die er zurückholt, nicht in derselben Runde aktiviert werden. Ist, denke ich, okay. Muss man schauen, wie mächtig das ist. Vielleicht haben die deswegen dann Raigeki gebannt, weil das dann sonst zu stark wäre, die Combo. Ansonsten wissen wir ja alle, dass die Karten mit Errata langsam zurückkommen, also durchaus wahrscheinlich. Dann Denkos Echo auf 1. Die Leute, die Backward-Deck spielen, denen wird es freuen. Und die Leute, die kein Backward-Deck spielen, die wird es nicht freuen. Ich finde Denko Sek auf 1 ganz gut. Die Karte ist halt viel zu stark, viel zu mächtig, ihr Effekt. Wenn sie kommt, kann sie einfach Spiel entscheiden und das ganze Deck vom Gegner lahmlegen. Das ganze Feld halt. Wenn er nicht das eine Out, das eine Warning hat, beziehungsweise jetzt dann Chaos Trap Hole, auch wenn das nicht optimal ist. Ich finde die Karte einfach vom Design her viel zu schlecht gemacht und viel zu broken. Deswegen, ich finde, die Karte sollte einfach gebannt werden, aber auf 1 ist auch okay. Nicht mehr so konstant. Dann haben wir zwei interessante Karten. Zwar Bubble Man auf 1 und Stratos zurück auf 1. Das freut wahrscheinlich jeden Spieler. Stratos endlich wieder zurück. Vor allem für die ganzen Wind-Masteros machen die halt ohne Stratos gar keinen Sinn. Aber Bubble Man auf 1 wäre komisch. Ich wüsste nicht, wieso. Also Bubble Man auf 1 macht für mich echt gar keinen Sinn. Es sei denn, es gäbe irgendein neue Combo-OTK-Deck mit Stratos und Bubble Man, von der ich nichts wüsste.
Dann haben wir als nächstes noch ein paar, und zwar Sangan und Hexe vom Schwarzen Wald. Beide Searcher. Mit Sangan kannst du Monster mit 1500 ATK oder weniger searchen aus deinem Deck. Und mit Hexe 1500 Death oder weniger. Also man diskutiert noch, ob die überhaupt noch gut sind oder halt gar nichts mehr können. Also ein paar meiner Freunde meinen, die wären ziemlich gut, könnten das Meta beeinflussen. Ein paar Decks Search Power geben. Ich und ein anderer Kumpel sind der Meinung, dass sie halt richtig langsam sind und eigentlich gar nichts mehr können. Jedes Top-Tier-Deck hat seinen eigenen Searcher, der tausendmal schneller ist als Summon oder Set und dann warten, bis sie zerstört werden. Für Tier 2 und 3 Decks ist es vielleicht ganz interessant, aber jetzt nicht für die Top-Decks und für das Meta, denke ich mal. Dann Unico auf 1 ist sehr gut. Necros ist ein Scheiß-Deck. Es soll so viel wie möglich von denen geschwächt werden. Und Unicorn bringt dem Deck einfach zu viel Konstanz, zu viel Plus mit dem Herald und Kaleidoskop und so ein Scheiß. Kann alles aus dem Friedhof wiederverwerten, tausendmal Valkyros und so. Hat auch noch Level 4 Option mit Manju und Senju dann und kann auf Exiton und sowas gehen. Also perfekt, dass Unicorn auf 1 gehen würde. Dann haben wir als nächstes Maschinenduplizierung. Ich wüsste nicht, wofür das wäre, wieso es auf 1 gehen müsste. Das einzige wäre Deathbot, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wegen Bürobots auf 1 gehen würde. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir als nächstes Shadow Fusion. Also entweder Shadow Fusion oder El Shadow Fusion. Da sind wir uns, glaube ich, alle sicher, dass eins von den beiden auf 1 gehen soll. In Japan ist es halt El Shadow Fusion und bei uns dann Shadow Fusion. Vielleicht wollen die mal rumprobieren, welches von beiden effektiver ist, stärker ist. Dann die letzte Limitierung ist Alpha von den Satellite Knights. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Also jeder hat diskutiert, dass vielleicht Deneb oder Altair auf 1 geht. Aber mit Alpha hat, glaube ich, keiner gerechnet. Also hatte, glaube ich, keiner das richtig vorgeschlagen. Und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Entscheidung wäre. Ich denke nicht, dass Alpha jetzt so wichtig spielentscheidend ist. Das Deck ist halt ein Rang 4 Exceed Deck. Konzentriert sich halt auf die Monster. Und das Nervige ist halt, dass die jede Runde exceeden können. Und nicht, dass sie halt eine Konterfall haben. Also ich glaube nicht, dass Alpha die richtige Limitierung wäre in dem Deck. Dann kommen wir zu den Semi-Limitierungen. Da haben wir als erstes Mogul-Tech. Finde ich sehr gut. Seitdem Mogul-Tech auf 1 ist, ist Artefakt so gut wie tot. Das würde das Deck wieder spielbar machen. Und ich finde es eine coole Engine. Head war ganz cool und auf 1 war das Deck echt unspielbar. Also 2 finde ich ganz okay. Dandelion auf 2 ist auch cool. Kann man wieder ein paar verrückte Synchro-Kombos machen. Und es kommt ja auch bald so ein Synchro-Starter-Deck raus und so ein neues Set wurde gerade angekündigt. Das fokussiert sich auch auf Synchros, also Dandelion könnte das ein bisschen pushen. Dann haben wir Dragonfly auf 2, was mich persönlich freut als Ex-Insektor-Spieler. Aber ich denke mal, dass es noch nicht reichen würde, um Insektor wieder spielbar zu machen. Ich befürchte sogar, dass selbst 303 Libellen das Deck immer noch nicht spielbar machen würde. Dazu ist das Spiel einfach viel zu schnell geworden und die anderen Decks einfach viel zu schnell. Und Insektor hat halt einfach nur einen Normal Summon pro Runde und das ist einfach viel zu langsam geworden. Dann haben wir Altair auf 2, was ganz okay ist. Würde das Deck minimal schwächen, nicht zu viel, nicht zu wenig, also ganz perfekt. Dann haben wir Turgut zurück auf 2. Das würde halt BR wieder ein bisschen pushen, vor allem weil sie dann Seer verloren hätten. Und mit Sangan kann man es dann auch wieder kombinieren, der dann zurück auf 1 ist, also ganz interessant. Dann haben wir noch als letzte Karte Dante auf 2. Ich denke nicht, dass das irgendeinen großen Unterschied machen würde. Vor allem, weil sie auf 1 gegangen ist und man Dante nicht so oft loopen kann. Dann kommen wir zu den 4 Karten, die man jetzt dreimal spielen darf. Dann haben wir als erstes Glow Up Bulb. Das war eine gute Karte, aber ihren Effekt kann man nur einmal pro Duell einsetzen. Also wie viele meinen, ist es halt vollkommen egal, ob man sie einmal im Deck hat oder dreimal, weil man den Effekt halt nur einmal einsetzen kann. Dann Darkhold zurück auf 3, weil Kageki dafür gegangen ist oder gehen würde. Macht Sinn, vor allem weil Darkhold jetzt nicht mal zweimal gespielt wird. Ab und zu einmal, das war's. Dann Card Trooper auf 3. Kann man machen, vor allem wenn Maschinenduplizierung auf 1 gegangen ist, kann man halt die Combo zwischen denen nicht mehr durchführen. Ansonsten gibt's eigentlich jetzt bessere Monster zu millen, also wieso nicht zurück auf 3. Dann haben wir als letztes halt Chaos Sorcerer. Den spielt man schon ewig nicht mehr, obwohl er auf 2 ist. BLS spielt man nur ab und zu und der ist überklass. Also der kann locker auf 3 wieder zurück. Yo, das war die Liste. Die Fake-Liste, leider. Also für manche leider. Ich persönlich finde die auch nicht schlecht. Also wäre schon froh gewesen, wenn das die richtige gewesen wäre. Wie ihr die Liste findet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne gesehen hättet oder was davon ihr gerne in der echten Liste sehen würdet.
gerne in die Kommentare. Ansonsten war es auch schon wieder. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.